Leute, willkommen zu einer weiteren Folge des FIFA 16 Karrieremodus mit dem 1. FC Köln. Und ja, heute wird es in das zweite Derby dieser Saison gehen, und zwar gegen Bayern 04 Leverkusen, das Rhein-Derby. Und ja, hier wird auch im Schnee gespielt, in der Bayer-Arena, in Leverkusen. Und ja, ist nicht das größte Derby für uns, Gladbach ist ja das größte Derby, aber Leverkusen ist auch schon ja, ein wichtiges Spiel für uns, auch ein ziemlich starker Gegner. Auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, springen wir auch direkt zur Formation. Und zwar steht Leno im Tor, dann Hilbert, Papadopoulos, Toprak und Wendell in der Verteidigung. Bender und Kramer auf der Doppel-6, Hakan Çalhanoğlu und Bellarabi auf den Außen vorne. Stefan Kießling und Admir Mehmedi. Kein Chicharito in der Startaufstellung. Aber das soll uns nicht interessieren. Horn im Tor, dann Olkowski, Sörensen, Heinz und Hector in der Verteidigung. Dann Vogt auf der 6, Bittenkurt und Risse auf den Außen. Stendera auf der 10 und vorne Anthony Modest und Philipp Hosiner. Und hier sehen wir noch zwei Spieler im Fokus. Çalhanoğlu bei Leverkusen, 2 Tore im letzten Spiel. Und Modest bei uns, 6 Tore in der Saison bisher gemacht. Damit ist er der drittbeste Torschütze. Ist auf jeden Fall schon mal gut eingeschlagen für uns. Und es ging auch direkt los. Modest mit dem Pass auf Bittenkurt. Und Bittenkurt setzt sich hier durch, spielt dann nochmal auf Modest. Und Modest mit dem Schuss, und da steht schon 1:0. Siebte Spielminute, Anthony Modest mit seinem siebten Saisontor. Ja, klasse gemacht hier. Erst selbst eingeleitet auf Bittenkurt und Bittenkurt legt dann nochmal auf Modest und Modest dann schlänzte in die lange Ecke, Leno ohne Chance. Und somit stand es auch schon früh 1:0 für uns. Und wir kamen weiter mit Stendera auf Hosiner, der wieder auf Stendera und Stendera, der schießt nochmal knapp drüber in der 20. Minute. Diesmal von rechts mit links. Aber wir bekamen wenig später eine Ecke, die wird nach hinten auf Bittenkurt ausgeführt. Und Bittenkurt wieder mit einem Schlenzer an den Pfosten. Und wir haben Pech. Und dann kam Leverkusen mit dem 1:1 auf einmal durch eigentlich Bellarabi. Aber es wurde irgendwie als Eigentor von Horn gewertet. Keine Ahnung, wieso das ein Eigentor war. Laut FIFA. Aber ja, hier, okay, er hätte ihn vielleicht halten können, aber trotzdem irgendwie kein Eigentor. Aber ja, so oder so stand es wieder 1:1. Und Leverkusen kam weiter mit Kramer. Und dann der Schuss von Bender war es, glaube ich. Aber Horn ist da. Und ja, dann ging es weiter. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Aber gut gehalten von Horn. Und die darauffolgende Ecke wird von Çalhanoğlu in die Mitte gebracht. Çalhanoğlu mit der Flanke, aber geklärt. Und das gibt natürlich die Kontermöglichkeit. Modest, erst mit dem Fehlpass. Dann auf Bender, Çalhanoğlu und dann ist Horn da. Also keine Kontramöglichkeit, sondern eine weitere Ecke für Leverkusen. Hier der Schuss von, ich glaube, Stefan hat schon Çalhanoğlu die 20. Egal, auf jeden Fall hat er gar nicht die 10 eigentlich. Aber egal, er bringt die nächste Ecke rein. Wieder mit der Flanke, wieder erst geklärt. Und dann gibt es jetzt diesmal die Kontergelegenheit mit Modest. Modest, der ist nicht gerade langsam. Macht dann den weiten Ball auf Hosiner. Und Hosiner hat Platz, der ist eigentlich auch schnell, braucht ein bisschen bei der Ballverarbeitung. Aber setzt sich hier gut durch, spielt nochmal den Pass auf Modest. Modest, 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 Modest mit dem 2:1 in der 80. Minute. Einwandfrei ausgespielter Konter, klasse von Hosiner, wieder rübergelegt. Auf Anthony Modest hier. Mit der Klasse über sich, Modest steht da komplett frei. Zieht dann nochmal in die Mitte und dann mit dem Schuss ins Tor. Anthony Modest, 8. Saisontor, Doppelpack. Besser geht's eigentlich gar nicht, außer wir gewinnen das Spiel nicht mehr. Auf Vogt nochmal hier. War ziemlich knapp. Aber ihr seht schon, wir sind schon in der Nachspielzeit. Und dann Leno hier mit dem Abschlag. Und das müsste es doch eigentlich sein. Ja, das war es. Wir gewinnen 2:1 gegen Bayer 04 Leverkusen. Auswärts. Im zweitwichtigsten Derby für uns in der Saison. Ja, auf jeden Fall eine starke Leistung. Hier sehen wir nochmal einen Scout-Bericht aus Deutschland. Baumgartel scouten wir hier mal. Und Kirchhoff können wir eigentlich auch mal scouten. Ist ja ablösefrei. Und ja, dann noch Lehmann beschwert sich ein bisschen über seine Einsatzzeiten. Und mal wieder trainieren wir ein paar Spieler. Und zwar wird diesmal noch Zoller trainiert anstatt Pereira. Und zwar in der Chancenerarbeitung war es, glaube ich. Ja, genau. Bekommt auch ein B, Horn mit einem A, sonst eher nicht so gute Ergebnisse. Aber wir stehen im Moment auf einem Euroleague-Platz, und zwar auf dem 6. Platz. Und da wollen wir uns natürlich halten in den Euroleague-Plätzen. Es geht natürlich noch ein bisschen weiter nach oben, aber Euroleague ist schon gut für uns.
Und ja, hier nochmal ein Scorebericht aus Italien, wo aber alles nicht so wirklich interessant aussieht. Und ja, dann trainieren wir nochmal hier ein bisschen. Die gleichen wie in der Woche davor. Wieder Zoller wird trainiert, diesmal bekommt er nur ein C, aber Finne mit einem A, Horn wieder mit einem B. Und dann simulieren wir nochmal weiter. Und das zweite Spiel wird gegen den ersten FSV Mainz 05 sein, auch ein starker Gegner, die im Moment Siebter in der Tabelle sind. Hier nochmal ein Scouting-Bericht aus den Niederlanden. Joachim Andersson sieht gar nicht so schlecht aus. Und ja, den Australier scouten wir ja auch mal ein bisschen. Und dann geht's schon in die Aufstellung für das Spiel gegen Mainz. Gerhard kommt wieder auf die 6. Und ja, dann rotieren wir den hier noch ein bisschen. Pereira kommt wieder rein für Bittencourt. Marot kommt rein für Sörensen und Christensen für Heinz. Das müsste es auch dann gewesen sein. Nein, Finne kommt noch rein. Und dann geht es auch direkt los in das Spiel gegen den ersten FSV Mainz 05. Diesmal zu Hause. Und dann gucken wir mal, was hier raus wird. Wie gesagt, Mainz steht auf dem 7. Tabellenplatz. Also ist es eigentlich wichtig, dass wir hier gewinnen, um uns ein bisschen abzusetzen. Und ja, hier sehen wir auch schon direkt die Aufstellung. Die Tabelle meine ich. Und zwar sind wir, wie schon gesagt, einen Platz vor dem ersten FSV Mainz 05. Und dann sehen wir hier gerade, wie die Spieler einlaufen und kommen direkt zu den Ausstellungen, nachdem wir hier Anthony Modest gesehen haben, der 2 Tore im letzten Spiel gemacht hat, mit seinem Doppelpack gegen Bayern 04 Leverkusen und uns somit den Sieg gesichert hat. Hier sehen wir ihn nochmal im Einzelporträt. Und ja, dann sehen wir jetzt hier unsere Aufstellung. Horn im Tor, dann Olkowski, Marot, Christensen und Hector in der Verteidigung. Gerhard auf der 6, dann Risse und Pereira auf den Außen. Stendera auf der 10 und Anthony Modest zusammen mit Bart Finne diesmal, nicht mit Hosina, weil wir ihn, wie gesagt, schon ein bisschen rotiert haben und Finne mir eigentlich in den letzten Spielen ganz gut gefallen hat. Und dann geht es weiter mit der Aufstellung von Mainz. Chulci im Tor, dann Balogun, Bell, Bungert und Busman oder Busman. In der Verteidigung dann Baumgartlinger und Latzer auf der 6. De Blasis und die restlichen habe ich nicht mehr gesehen. Ja, auf jeden Fall gut kommentiert von mir, aber egal. Mainz kam direkt erstmal mit Latzer und der mit dem Schuss an die Latte. Erste gute Gelegenheit für Mainz durch Danny Latzer. Und dann hier der Ballgewinn von Matheus Pereira. Matheus Pereira ist natürlich schneller als Bell. Läuft weiter, bringt den Ball in die Mitte und dann Modest. Was macht der denn da? Ja, ich habe nicht selbst geschossen, denn der Ball sollte eigentlich unten auf Bart Finne, aber dann ist Modest dran gegangen und FIFA hat von automatisch geschossen, deswegen hier nicht das 1-0. Aber wir kamen nochmal mit Stendera, der auf Modest und Modest mit der Flanke und der diesmal geht's auf Finne und der macht das 1-0, 18. Spielminute. Bart Finne mit seinem ersten Einsatz von Beginn an, glaube ich, oder sein zweiter, keine Ahnung. Auf jeden Fall macht er hier direkt das Tor. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, den einzusetzen. Und dann ging es direkt weiter mit dem Freistoß von Christensen. Einfach mal nach vorne gehauen. Sollte eigentlich eine Flanke werden, aber der geht auf einmal rein. Was ist denn hier los? Was für ein Freistoß von Christensen aus irgendwie 45 Metern oder so. Haut ihm eigentlich nach vorne. Ich wollte eigentlich eine Flanke irgendwie auf Modest oder so bringen. Aber dann, wie man hier gleich sehen wird, wird der Ball abgefälscht. Hier, ja, sieht man es nicht ganz. Aber der Torwart sieht natürlich auch ziemlich schlecht aus. Hier sieht man es, glaube ich, besser. Weite Flanke von Christensen und dann hier Bell fälscht ihn leicht ab, aber den muss Chulci natürlich halten. Aber ja, somit steht es schon 2-0 für uns und ich denke mal, das war schon Anwärter auf das Tor des Jahres mit so einem Freistoß. Aber es ging direkt weiter mit Mainz und die mit Córdoba, aber Horn hält den Ball. Dann kamen wir nochmal mit Stendera. Stendera legt raus auf Pereira und Pereira, aber Chulci ist da und kann den Ball diesmal halten. Aber wir kamen nochmal mit Gerhard, der auf Modest und Modest mit dem Schuss an den Pfosten. Und Stendera köpft ihn dann noch vorbei, frei vor dem Tor. Hier wieder ein schöner Schuss und Stendera, den muss er eigentlich reinmachen. Aber wir kamen nochmal mit Bart Finne und der wird gelegt von Bell und das muss natürlich die rote Karte geben, denn er kommt von hinten und der war
frei durch eigentlich, deswegen gibt es ja auch die rote Karte für Stefan Bell in der 90. Spielminute. Es gibt natürlich einen Freistoß von uns, wir haben da Stendera, der kann das gut, aber wieder an die Latte. Erstmal geklärt, dann nochmal Stendera, der auf Hector. Hector schießt einfach mal abgefälscht. Nolkowski kommt da auch nicht mehr ran. Aber es gab ja noch eine Ecke und die bringt Hector in die Mitte. Beziehungsweise nach hinten auf Marcel Risse. Und Risse spielt nochmal auf Pereira. Und Pereira, der schießt abgefälscht. Maro, Risse und der sieht Modest. Und Modest ist auf einmal ganz frei. Scheitert an Kulci und dann mit dem Nachschuss. 7. Minute der Nachspielzeit. Anthony Modest mit dem 3:0. Er macht also auch noch sein Tor. Und schießt somit sein 9. Saisontor hier. Irgendwie ganz komisch, wie der Ball da zu Modest durchkommt. Und dann scheitert er erst an Kulci, aber macht dann mit dem Nachschuss das 3:0. Und somit auch den Endstand, denn das war die letzte Aktion in der Partie. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Und ja, wir können uns somit von Mainz 05 distanzieren und ja, festigen unseren 6. Tabellenplatz. War auf jeden Fall ein ziemlich starkes Spiel von uns, vor allem von Christensen mit seinem ganz komischen Freistoß. Aber auch wir haben einfach, auch der Rest der Mannschaft, wir haben einfach komplett gut harmoniert und sind sogar Fünfter in der Tabelle. Hier trainieren wir nochmal ein bisschen. Und ja, dann simulieren wir einfach nochmal weiter vor und müssen als nächstes gegen Darmstadt spielen. Die Nationaltrainer-Offerte von Schiele lehnen wir ab, weil ich mich irgendwie ein bisschen auf ja, Köln konzentrieren wir erstmal. Vielleicht nehmen wir später irgendwann mal ein Nationaltrainer-Angebot an, aber jetzt auf jeden Fall noch nicht. Hier ist noch ein Scout-Bericht aus Frankreich, aber auch alle Spiele uninteressant. Und dann war es mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich selber ein Like freuen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao!